Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute beschäftigen wir uns mit Karloff, dem Meister des Metalls. Viel Spaß beim Zuschauen. Karloff war der erste und lange Zeit einzige bekannte Bewohner von Metallonia bzw. Metallonien in der Serie, bis in Staffel 13 Khorgran und dessen Vater eingeführt wurden. Obwohl es laut Khorgrans Vater ein Zeichen von mangelnder Bildung ist, von sich selbst in der dritten Person zu sprechen, tut Karloff es trotz seines Berufs als Mechaniker bzw. Ingenieur. Er war neben Freddy Flink und Skylar einer der wenigen neu eingeführten Elementarmeister, die in den Sets zur vierten Staffel enthalten waren, während Tox und Mr. Pale parallel in den Ultra-Agent-Sets erschienen. Die meisten anderen Elementarmeister wurden seitdem nach und nach in Minifigurenpaketen und zuletzt in den Legacy-Sets veröffentlicht. Wenn er seine Elementarkraft anwendet und seinen Körper in Metall umformt, wächst er dabei einige Zentimeter. Er ist damit der erste Charakter in der Serie, der seine Größe aus eigener Kraft verändern kann. Die Metallverwandlung ist die einzig bekannte kanonische Anwendung seines Elements, in den Videospielen finden sich aber noch andere. In Ninjago Tournament und Schatten des Ronin kann er hochspringen und mit den Fäusten leichte Erdbeben auslösen, und in LEGO Dimensions kann er seine Handschuhe auf Gegner schleudern und anschließend wieder anziehen. Der Kopf von Karloffs Minifigur wurde erstmals in den 2013 veröffentlichten Castle-Sets für den dunklen Zauberer und einige seiner Ritter verwendet und war 2015 gleichzeitig mit Staffel 4 in einem Pirate-Set enthalten. 2017 erschien eine verbesserte und aktualisierte Version des Kopfs mit Wendegesicht, die unter anderem für zwei Soldaten der Hai-Armee und später auch für Okino verwendet wurde. Er besitzt eine Ähnlichkeit mit dem X-Men Colossus. Beide haben einen Metallkörper, sprechen mit einem starken russischen Akzent und haben zu Beginn eine Rivalität mit einem rot gekleideten Ninja-Protagonisten, mit dem sie sich jedoch später verbünden. Er ist der erste Ninjago-Charakter, der den 2011 für Gamadon eingeführten Samurai-Helm ohne zusätzliches Ornament trägt, weshalb die dafür vorgesehene Halterung in der Serie gar nicht zu sehen ist. Lange Zeit war er damit auch der einzige, bis 2019 die Legacy-Versionen von Cruncher und ein Eissamurai erschienen, bei denen dies ebenfalls der Fall ist. Das waren sie auch schon wieder, unsere 7 Fakten über Karloff. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen und habt etwas Neues gelernt. Falls ihr mehr über Karloff oder andere spannende Charaktere oder die neue Staffel erfahren wollt, schaut gerne bei uns im Wiki vorbei. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Habt 2 gute Wochen, bis zum nächsten Mal.